Yo, meine Freunde, heute habe ich für euch 14 Dinge, die ihr so nicht wissen wolltet. Viel Spaß! Unsere Kopfkissen bestehen bis zu einem Zehntel aus Milben und Milbenkot. Lecker! Der durchschnittliche Nagelkauer schluckt 4 Gramm Nägel im Monat. Nach 3 Jahren wäre das ein ganzer Muffin voller Fingernägel. Und jetzt, liebe Damen, macht euch gefasst. In euren Handtaschen tummeln sich mehr Bakterien als auf öffentlichen Toiletten. Ich würde sagen, ihr geht die erstmal waschen. Flugzeuge werden in der Luft regelmäßig von Blitzen getroffen. Und trotzdem ist in den letzten 40 Jahren noch kein Flieger deswegen abgestürzt. Das nenne ich mal gute Blitzableiter. Und jetzt wird's eklig, haltet euch fest. 68% der Männer und 36% der Frauen waschen sich nach dem Toilettengang nicht die Hände. Und genau deshalb finden sich auf den Erdnüssen und Pistazien in der Schale an der Bar Spuren von bis zu 27 verschiedenen Personen. Ich gönne mir erstmal keine Erdnüsse mehr. Jährlich sterben in den USA rund 2500 Linkshändler, nur weil sie Gegenstände benutzt haben, die eigentlich für Rechtshänder gedacht waren. Fail würde ich mal sagen. Haltet euren Jonathan fest, jetzt wird's hart. Die männliche Vorhaut ist so groß wie eine Briefmarke. Sie kann aber auf eine Größe von 3 Tennisplätzen gedehnt werden. Ärzte benutzen diese Haut für Hauttransplantationen. Rund 100 Menschen ersticken pro Jahr an Kugelschreibern. Leute, nehmt nie einen Kugelschreiber in den Mund. Wenn ihr es tut, dann safe. Wegen der dreckigen Luft produzieren Stadtbewohner mehr Ohrenschmalz als Menschen, die auf dem Land leben. Leggy schmeggy. Eine Verletzung, die durch eine Kettensäge verursacht wurde, muss durchschnittlich mit 120 Stichen genäht werden. Ja, das ist hart. Auf den Schuhsohlen tummeln sich mehr Bakterien als auf dem Toilettenrand. Trotzdem tragen viele Menschen, ich übrigens auch, die Schuhe in der Wohnung. Naja. Auf einer von 5 Büro-Kaffeetassen finden sich Fäkal- und E. coli-Bakterien. Der Grund? Oft wird nur das Kurzprogramm der Spülmaschine ausgewählt, das nicht die notwendigen Temperaturen erreicht, um die Keime abzutöten. Also Leute, 97% aller freilebenden Tiger wurden in nur einem Jahrhundert ausgerottet. Was zur fucking Hölle geht mit dieser Menschheit? Ich bin einfach nur enttäuscht. Richtig, richtig enttäuscht, Leute. So, und das war's mit diesen 14 Fakten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen noch da und abonniert, falls ihr es noch nicht getan habt. Bis zum nächsten Video.